Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer bist denn du? Hallo? Also, ich bin Alfred. Guten Tag. Ah. Aber sag mal, wer bist denn du? Ich bin die Tamu. Hallo. Tamu, Mann, das ist ja richtig toll, dich zu treffen. Aber wer ist denn da noch? Wo? Na, hinter dir. Oh, da ist ja auch noch einer. Wer bist denn du? Ich bin Hans. Aber sag mal, Tamu, hinter dir ist auch noch einer. Was, hinter mir ist auch einer? Ja. Ach, Quatsch, hinter mir? Doch, dreh dich doch mal um. Wer bist denn du? Ich bin der Heiko. Hallo, ich grüße euch. Sag mal, aber wo sind wir hier denn? Also das sieht ja fast aus wie ein Schloss. So ein richtig schöner Saal. Und oh, guck mal, da drüben, da sind lauter Sachen. Das sind ja laut, was ist denn das? Das sind ja lauter Instrumente, Musikinstrumente. Oh, hier möchte ich mich noch genauer umschauen. Oh, lass uns mal das genauer betrachten. Und übrigens, da fällt mir noch so eine Geschichte ein. Soll ich mal kurz sagen? Erzähl mal. Also, pass mal auf. Ich kannte mal einen Löwen. Das war ein König. Ein Löwen? Ein Löwen. Löwen. Der war aber ganz nett, glaub mir. Sonst wäre ich ja auch gar nicht hier. Ach so. Also, der Löwe, der hatte bald Geburtstag und hatte eine Idee. Eine Idee? Der mochte nämlich total gerne Musik. Musik? Und ich mag auch Musik. Ja, ich auch, total gerne. Und der Löwe hat gesagt, alle, die in seinem Wald wohnen, dürfen zu seiner Party kommen. Aber sie müssen ihm irgendwie Musik vorspielen. Und da wurden die Tiere ganz schön aufgeregt. Aber ich glaube, vielleicht können die ja, wenn hier so viele Instrumente sind, auch mal in dieses Haus kommen und sich eins aussuchen, oder? Ja, natürlich. Das wäre doch die Idee. Na, aber klar. Ich glaube, wir gucken uns jetzt wirklich mal ein bisschen hier um. Genau. Komm, lass uns losgehen. Na los. Wo sind wir denn hier? Da sind ja auch lauter Instrumente. Ich glaube, kann das sein, dass es das Haus ist, wo lauter Musik stattfindet? Also guck mal da. Das sieht ein bisschen aus wie ein Klavier, oder? Ein Klavier? Und da, ich glaube, du hast recht. Da müssen wir rein. Oh, da müssen wir unbedingt ganz schnell rein. Oh, guck mal hier. Oh, hier kann man schön Karussell spielen. Oh, oder ist das für was anderes Lass da? Lass mal, ich muss mal probieren. Ich hau da mal drauf. Okay? Hau mal rauf, hau mal rauf. Eins, zwei und... Boah, was war denn das? Oh, mach noch mal. Meinst du? Ja. Also eins, zwei... Wo bin ich denn hier? Das ist ja so, das ist genau so ein Ding. Da hau ich aber mal rauf. Eins, zwei und drei. Aber meine Nase, Mann, das ging genau auf meine Nase. Oh, das macht ja Spaß. Oh, da kann man toll Musik machen. Und man darf sogar raufhauen, ne? Das ist doch prima. Ich hau gerne rauf. Du auch? Oh, und wie gerne. Bloß mal, ich muss ein bisschen auf meine Nase aufpassen. Auf deine Nase? Dass ich da nicht raufhaue. Ich glaube, wir schauen uns noch mal weiter um. Mhm. Wir gehen mal hier rüber. Weißt du was, Tamu? Was denn? Das habe ich draußen an der Wand gesehen. Das hast du an der Wand gesehen? Genau. Was hast du gesagt? Was ist das? Ein Klavier ist das. Ein Klavier? Und weißt du, warum ich das weiß? Warum? Sowas haben wir auch zu Hause. Da sind nämlich schwarze Dinger. Ich glaube, da darf man auch raufklopfen. Da darf man raufklopfen? Mach mal. Das macht Spaß. Ich habe was gemerkt. Was denn? Da unten sind die Töne ganz dunkel. Was? Ganz dunkel? Mach mal. Und jetzt pass mal auf, was passiert, wenn ich da hinten raufdrücke. Oh, zeig mal.
Die klingen so ein bisschen wie du, wie so ein Mäuschen, ne? Oh, ganz, ganz hoch sind die ja. Genau. Und ganz tief. Und da unten, da habe ich immer ein bisschen Angst, weil die so dunkel sind. Und lass uns weiterziehen. Genau. Da steht ein Spiegel. Da kann ich mich, ich muss mal gucken, ob ich auch gut aussehe. Sag mal. Ich muss mich noch mal ein bisschen schick machen. Jetzt sehe ich, das ist doch ein Spiegel, oder? Was meinst du? Ich weiß nicht, ein Spiegel? Da kann man reinkrauchen. Vielleicht ist das ein Mäuseloch. Nee. Aber was macht man denn da? Ist das vielleicht auch so ein Musikinstrument? Ich glaube, es könnte ja sein. Wir sind ja sowieso in so einem Haus hier. Ne? Da sind ja an jeder Ecke ist ja hier ein Musikinstrument. Das wird das auch ein Musikinstrument sein. Da bin ich ja gespannt. So schön wie das glitzert, könnte ich mir vorstellen, dass der König sowas mag. Der König? Welcher König? Na, der habe ich doch erzählt, der Löwe. Der Löwe? Ah, der Löwe ist der König. Von wem ist denn der König? Na, von den ganzen Tieren. Von den ganzen Tieren. Aha, das ist das Instrument des Königs. Aber weißt du was? Des Löwen. Hier gibt es bestimmt noch mehr Instrumente. Oh, dann schau, lass uns schauen. Guck mal, Tamu, ein grünes Fernrohr. Ein grünes Fernrohr? Na, guck mal. Siehst du da was? Nee, das ist kaputt, das Fernrohr. Das ist kaputt? Ja. Ich glaube, das ist kein Fernrohr. Ich glaube, das ist auch sowas, wie nennt man das? Musikinstrument. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also, wir haben ja schon lauter Musikinstrumente gesehen. Also, da denke ich schon, das wird auch sowas sein wie so ein Musikinstrument. Sag mal, Heiko. Ja? Ich wollte dich mal was fragen. Was denn? Meinst du kannst da mal reinpusten? Ich soll da reinpusten? Vielleicht nur einmal. Hä? Was? Ein Kuckuck im Winter? Wo? Wo ist er? Wo hast du den versteckt? Oh! Hilfe! Wo hast denn du den Kuckuck versteckt? Den Kuckuck? Weiß ich nicht, wo der Kuckuck ist. Aber ich habe gehört, da kann man wohl wunderbar spielen. Also das hat ja der Heiko gezeigt. Der Heiko hat, glaube ich, den Kuckuck gemacht. Meinst du? Ich habe den Kuckuck gemacht? Ja, mach mal noch mal. Oh, Tatsache. Ja, Tamu, das ist ein Musikinstrument. Siehste, du hattest nämlich doch recht. Aber da sind ja noch ganz andere Musikinstrumente. Oh, was ist denn das? Ach, das habe ich schon mal gesehen. Da gibt es so eine Geschichte, da kommt dieses Instrument vor. Ich glaube, das ist die Katze. Was? Die Katze. Eine Katze? Das ist doch keine Katze. Die hat aber doch gar keine Beine. In der Geschichte, da ist dieses Instrument und da ist es die Katze. Aber ich glaube... In dieser Geschichte, das handelt von einem Peter. Kennst du einen Peter? Ja, das kenne ich. Peter und der Wolf. Ach ja. Schon wieder so ein Tier, wo man Angst haben muss. Naja, aber ist doch bloß eine Geschichte. Bloß eine Geschichte? Weißt du, wie dieses Instrument heißt? Ich glaube, das ist eine Klarikette. Eine Klarikette? Ja. Glaube ich. Eine Klarikette? Nein, nicht eine Klarikette. Nein, eine Klarikette ist was ganz anderes. Die kann man sich umhängen. Das ist eine die ist nämlich nett. Die ist nämlich ganz nett. Das ist eine Klarinette. Na dann. Dann ist es aber bestimmt auch eine nette Katze. Dann ist es bestimmt, ja, denke ich auch. Aber was ist denn das?
Aber das ist jetzt, nee, das ist auch kein Fernrohr. Nee. Das ist ja vorne zu. Das ist vorne zu. Aber das habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, das war auch bei diesem Peter, und dem bösen Wolf. Bei dem Peter, ich glaube, da war das der Vogel. Ich glaube, das war auch sowas wie eine Flöte. Aber die spielt man ja nicht wie eine normale Flöte, sondern so seitlich, so quer. Ich glaube, das ist eine Querflöte. Aber sag mal, wenn das ein Vogel sein soll, ja? Ja. Der kann doch überhaupt nicht fliegen. Der kann nicht fliegen? Hat doch gar keine Flügel dran. Stimmt, ist ja gar keine Flügel. Aber ich glaube, in der Geschichte, da wird dieses Instrument nur für den Vogel dargestellt. Und ich glaube auch, Alfred, dass das nicht ums Fliegen geht, sondern ums Zwitschern, oder? Ach, ums Zwitschern, ganz genau. Okay. Aber gut genug, ich glaube, ich möchte mich noch ein bisschen umschauen. Komm, wir gehen mal nach nebenan, okay? Genau. So, hier ist jetzt aber wirklich irgendwie was kaputt. Da ist was kaputt? Wieso ist da was kaputt? Na, wir haben jetzt lauter Musikinstrumente gesehen, ne? Hast du ja auch. Ja, genau. Bei den meisten musste man irgendwie reinpusten. Und irgendwie ist da immer ein Loch zum Reinpusten. Und wo ist das Loch, bitte schön? Hier? Da ist ein Loch. Nee. Aber da kommt keine Musik raus. Aber was ist denn das? Oh. Da sind Strippen, Schnüre. Schnüre sind da und die Schnüre, die machen Musik. Ich habe das auch, ich probiere auch mal. Es ist, glaube ich, auch sowas wie ein Musikinstrument, aber da muss man nicht reinblasen, da ist ja noch was. Was ist denn das? Ein Stock, aber du, nicht mich hauen jetzt. Nicht hauen? Nein, ich hau doch gar keinen. Aber ich glaube, Heiko, was macht man denn damit? Ich weiß nicht. Ich nehme das einfach mal in die Hand. Kommt ja ein ganz toller Ton raus. Oh, ja, ich glaube, das habe ich auch mal gesehen. Das ist, glaube ich, eine Geige. Du warst aber lieb, Heiko, zu der Geige. Ja, ich war ganz lieb. Du hast sie sogar gestreichelt. Ja, genau, ich habe sie gestreichelt. Ist ein Streichelinstrument, ganz genau, ein Streichelinstrument. Ich bin manchmal auch ein Streichelinstrument. Du bist auch ein Streichelinstrument? Lass mich mal streicheln. Siehst du? Ja, ganz genau. Aber bei dir kommt kein Ton raus. Das kann man, ich kann ja auch noch singen. Ne? Du kannst singen, sing mir mal was vor. Händchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut, du kennst das auch? Den ihm gut, er ist wohlgemut. Oh ja, das kenne ich auch, ganz toll. Händchen klein. So, aber ich glaube, wir schauen uns noch mal weiter um. Ja? Genau. Okay, komm. Oi. Das ist eine Geige für Riesen. Eine Geige für Riesen? Na guck mal, Heiko könnte die Geige doch niemals so auf seine Schulter aufsetzen wie vorhin. Du, Heiko, probier doch mal. Eine Riesengeige. Wie hat man das gemacht? Nee, das ist total unbequem. Sag ich doch, es ist eine Riesengeige. Spielt man das vielleicht anders? Na, wie denn? Also ich müsste das Ding auf die Erde stellen, wenn ich damit spielen wollte. Auf die Erde stellen? Mal gucken. Das ist ein bisschen klein. Oh, guck mal, da ist was, was piepen kann. Oh, das kann man sogar rausziehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Fuß. Wie ein Fuß.
Oh, das ist ein Fuß. Oh, das ist schon wieder so dunkel. Ganz dunkle Töne. Das ist auch ein tolles Instrument. Hm, aber ich glaube, das ist trotzdem verwandt mit der Geige. Meinst du, ist es auch, das, ja, meinst du, es ist auch ein Streichelinstrument? Ne? Heiko hat es ja gestreichelt. Das ist ja ein das ist ein Streichelinstrument. Ein Streichelinstrument, na gut, okay. So, lass uns mal ein bisschen weiterziehen, was es hier noch so gibt. Wie ein Streichelinstrument, ne? Ja, auch ein Streichelinstrument, aber wo ist denn das zum Streicheln? Guck mal nach. Wo ist denn dieser Stock zum Streicheln? Da ist nichts zum Streicheln. Aber ich habe auch nichts gefunden. Hast du das gerade mit deiner Pfote gemacht? Das habe ich mit meiner Pfote gemacht. Oh, das ist ja richtig tolle Musik. Oh, wir können Musik machen. Wir kommen noch ganz groß raus. Bestimmt machen wir ein Konzert. Genau, wir gründen eine Band. Genau. Da gibt es auch immer so eine Instrumente, wo man so machen muss hier. Und ich glaube, das macht man auch mit den Fingern, ne? Das macht man mit den Fingern, das. Sag mal, wenn wir eine Band gründen wollen und das spielen, müssen wir da nicht auch wissen, wie das heißt? Aber weißt du, wie das heißt? Nee, ich frag mal Hans, okay? Frag mal Hans. Na, sag mal, du kennst dich doch aus, ne? Ein bisschen. Weißt du, wie das Ding heißt? Naja, ich weiß, wie das heißt. Das ist eine Gitarre. Eine Gitarre. Ach so, eine Gitarre. Oh, das ist toll. Das finde ich ganz toll. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Aber vielleicht gibt es noch mehr Instrumente. Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, das ist auch eine Gitarre. Nee, das kann keine Gitarre sein. Warum nicht? Das hat doch auch so eine Strippen dran, wo man... Naja, aber hast du da drüben mal gezählt? Das waren ja da drüben 6. Und hier sind es... Am besten ihr zählt jetzt mal mit, damit wir das mal ganz genau wissen. Seid ihr bereit? Können wir loszählen? Na dann. 1, 2, 3 und 4. Ja, dann ist es halt eine Gitarre mit 4 Strüppen dran. Aber die klingt ja auch ein bisschen anders. Die klingt anders? Die klingt so dunkel. So dunkel? So wie ein ganz dicker Brummbär vielleicht. Wie ein Brummbär, aha. Heiko, weißt du, was das ist? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das sieht ja so ähnlich aus wie so eine Gitarre, ne? Aber das ist gar keine Gitarre, das ist ein Bass. Und das ist sozusagen ein E-Bass, weißt du? Da braucht man einen Stecker für den Strom, ne? Und dann kommen so tolle Töne raus. Aber wenn das mit Strom ist, müsste der ja S-Bass heißen. S-Bass? Wieso S-Bass? Na, Strom ist doch nicht mit E. Also, ja, aber ich glaube, das heißt Elektro, habe ich schon mal gehört, so Elektro. Das habe ich, stimmt. Strom heißt auch manchmal Elektro, dann stimmt das wieder. Okay, wollen wir weiterziehen? Mhm. Also eins weiß ich ja. Was weißt du? Also wenn die Tiere aus dem Wald bei dem König ja sich Musik aussuchen wollen,
dann müssen die unbedingt hier reinkommen. Da finden die alles, was sie brauchen. Oh, ich glaube, die werden dann sich ganz, ganz doll freuen und ganz viele, viele Instrumente kennenlernen. Streichelinstrumente und sowas wie Gitarren und Geigen und sowas. Oh, oh, die werden sich ganz bestimmt ganz doll freuen. Und weißt du was? Was du bist denn? Doch ein Mäuschen, ne? Ich bin eine Maus. Und wenn die jetzt alle kommen und sich, sich Instrumente angucken, dann würde ich ja ganz gerne mal Affe spielen. Und du spielst bestimmt gern Mäuschen, ne? Genau, ich bin Mäuschen. Vielleicht können wir ja noch bei den anderen Videos ein bisschen zugucken. Oh, ich glaube, ja, ich muss unbedingt mit zugucken, ganz unbedingt. Aber ich glaube, für heute müssen wir uns verabschieden. Genau, also, ne? Also ich sag dann einfach mal Tschüss. Tschüss. Ihr könnt ja auch mal winken. Ich sehe euch gar nicht winken. Wo seid ihr denn? Ach, da. So, auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.